Die Johanneskirche in Magdeburg bekommt bald farbenprächtige Fenster. Auf Wunsch des Kuratoriums der Kirche, der einstigen Kriegsruine, die die Stadt als Konzert- und Veranstaltungsort nutzt, wird derzeit eine Glasmalerei für 6 Langhaus und 7 Chorfenster entworfen. Auch das Landesamt für Denkmalpflege gehört zu den Initiatoren des Plans. Die ersten Probescheiben sind schon da und werden zur Ansicht eingepasst. Den Auftrag für dieses Projekt hat der Dresdner Maler Max Uhlig bekommen. Der 75-jährige Künstler darf es wohl als sein malerisches Vermächtnis ansehen. Denn sind die Scheiben erst einmal eingebaut, wird das jetzt eher trübe ins Kirchenschiff einfallende Licht feurig brennen und den Raum mit roter Farbe erfüllen. Uhlig stattet den Initiatoren nun einen Besuch ab. Seine Bilder sind abstrakt, er greift für Magdeburg auf seine Landschafts- und Rebstockbilder zurück. Die anfangs vom Kuratorium favorisierten Reformationsmotive, Luther predigte 1524 in der Johanneskirche, wurden schnell wieder verworfen. Die Fenster des spätgotischen Bauwerkes sind so groß, dass sie die Wandfläche geradezu in Licht auflösen. Uhlig wird die Kirche zu etwas ganz Besonderem machen.